Hallo liebe YouTube-Freunde, es ist wieder soweit mit der Prophezeiung Nostradamus. Ihr erfahrt, wie die Konstellationen für den Monat Juni 2020 sind. Was bringt uns der Monat Juni? Was hat der Seher und Prophet gesehen und niedergeschrieben? Ein magerer, aber kein unguter Monat steht uns bevor. Weder harte Spannungen, aber auch wenig gute Hinweise wird es geben. Sehen wir zu, dass sich etwas bewegen kann. Allerdings geht es auch nur schlapp und zäh voran. Das ist nicht leicht, aber anstrengend. Doch bleiben wir zuversichtlich. Die Prophezeiung Nostradamus lautet für den Juni in der dritten Zenturie im Vers 46. Der Himmel sagt uns durch klare Zeichen und durch die Fixsterne an, dass sich das Zeitalter seines plötzlichen Wandels nähert, weder zu seinem Nutzen noch zu seinem Schaden. In diesem Vers ist die Aufforderung an uns alle, weit intensiver die Natur, aber speziell den Himmel zu betrachten. So werden wir erfahren, was sich dort verändert. Es kann wohl keinen Zweifel geben, dass sich das Wetter und nicht zuletzt die Jahreszeiten verändert haben. Nostradamus warnt uns in diesem Vers vor der Gleichgültigkeit gegenüber den Veränderungen. Machen wir so weiter wie zuletzt, wird es zum Polsprung kommen, denn den er in seinen Prophezeiungen bereits angekündigt hat. Heftige Erdbeben unserer Erde können sich ereignen, anders als bisher. Das haben wir mit der Katastrophe in Fukushima zu spüren bekommen, denn der Pol verschob sich damals nur um wenige Zentimeter. Doch immerhin zeigte es uns, wie labil das Kräfteverhältnis auf unserer Erde ist. Noch vor der Herrschaft des Antichristen, so sagt Nostradamus, kommt es zu einer endlosen Sonnenfinsternis. Er sagt, in einem Oktober wird es so große Veränderungen und Verschiebungen geben, dass man glaubt, die Erde wäre hinausgeschleudert in die ewige Finsternis. Und Nostradamus weist uns ausdrücklich darauf hin, dass ab dem 18. Juni Merkur rückläufig ist, bis zum 12. Juli. Denkt daran, in dieser Zeit sollten keine Verträge unterschrieben werden. Ich wünsche euch einen herrlichen Monat Juni. Ganz herzlichst, eure Diria.